Hier nochmal zwei von den Glühlampen weg. Hier vier. Und dann nochmal das. Okay. Wir gehen erstmal schlafen. Das muss warten. Sorry, aber ich muss erstmal schlafen und was essen gehen. Das Video macht immerhin 140 Kröten, 150, 160, 170. Da ist noch was essen. Komm schon. Dann nehmen wir uns mal ein Sandwich. Und danach noch schnell ein Brot. Und dann setzen wir das Verarbeiten vom Video fort. Warte, das ist ab. Ich? Meine Kontakte? Können wir die gar nicht mehr einsehen? Okay, weil wir arbeiten vom Video. Was können wir denn jetzt nehmen? Okay, das letzte, was wir aufgenommen haben, ist nicht mehr drin. Das, dann kommt das. Das geht gut über in das und das. Jetzt verhelfen wir hier nochmal kurz etwas nach. Und der Rechner ist natürlich wieder am Arsch. Hauen das Video raus. Nein. Versuchen wir es mal selbst zu reparieren. Okay, damit hat sich der eine Kurs ja schon mal rentiert. Wir nehmen hier 200 Kröten ein und sparen uns 20 Kröten, dass wir den Rechner selbst reparieren. Das heißt aber, wir müssten später, wenn ich Choose Game, machen wir das Bücherregal für die, ja, Startkurs. Das kostet schon $100 für 3 Tage. Okay, wir sollten den anderen nehmen. Basic Digital Effects, Basic Sound Editing. Easy Performance. Na ja, komm, 150 Kröten dafür. Das wird jetzt dauern. Das hat er 3 Tage angesetzt. Und wie gut ist das Video geworden? Nicht so gut. Editieren. Ja, immerhin nimmt es gut Geld ein. Das ist ja das Wichtigste hier. Das dauert wirklich arschlang. Und wo bleibt denn unsere Mitarbeiterin? Die hat sich doch schon längst nicht mehr blicken lassen. Okay, die nächste XP und den nächsten Level. Okay. Also das Spiel ist doch nicht so einfach, wie es scheint. Oder ich bin noch nicht so richtig hinter die Materie gekommen, hinter die ganze, also hinter die ganze Engine, die da läuft, was für Tricks man da beachten muss. Hier haben wir nochmal den Kurs und gehen shoppen. Und zwar bei Amazon für meine Konsolen. Haben wir da irgendwo was Gutes? Für die See, Crazy Jungle, Eternal Bingo Invaders. Was ist das für ein Genre? Platforming, Strategie. Na, nehmen wir mal Plattformer. Kung Fu Wheelchair. Kung Fu Rollstuhl. Oh Gott. Was soll denn das für ein Schrottspiel sein? Hat er. Ne, hat keine gute Bewertung. Das hier ist eigentlich nicht schlecht. Dann nehmen wir mal die zwei. Und machen das Zwischenzeit von. Wurden Hippo Fiesta
anderen Gameplay. Und kommt in der Zeit noch das andere an? Nee. Ha! Ha! Ja, jetzt sehen wir's dort. Dann könnte ich drauf klicken. Mann. Ha! 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 Was nehmen wir denn jetzt? Ne, warte mal, das ist vier. Ha! Ha! Und weg damit. Ha! Ha! Zwei. Bei dem lassen wir das. Mist. Das neue Spiel Nummer 1 und gleich haben wir noch das zweite. Zwei. Warte mal. Das so rum ist schon nicht schlecht. So und so. So, Fokus. Great Color. Noch und Musik und den Titel. Published Video. Nein, danke. Das machen wir auch. Okay, gehen wir zu einem Kinofilm. Mal ein bisschen entspannen hier. Es wird auch wirklich ein bisschen stressig. Na, Mädel? Auch unsere Beziehung steigt nicht weiter an, okay. Machen wir mal ein kleines Interview. Nehmen wir die. Passt zwar nicht, aber war irgendwie hinterlegt. Sieht ein bisschen aus wie Hasenzähne bei ihr. Soll nicht viel sein. Okay, was nehmen wir jetzt? Off-Topic. Für eine Cutscene. Hier passt nix. Das lassen wir so erstmal sein. Na komm, lauf schon ab. Wir overcame an easy challenge. Ja, wir stehen hier vor einem Regal mit ein paar Spielen, oder was das ist. Weg damit. Hier nehmen wir mal Funny Comments. Summary of the Game. Und hoffen wir mal, dass wir jetzt fürs Ende noch passend mit einer Glühlampe bekommen. Ja. Okay, wir editieren es, wenn wir zu Hause sind. Ist ja nicht verkehrt. Okay. Ja, auch wieder Glatzmatz. Auch dass ich über eine Dose Politur bzw. Wachs freuen würde. Und für die Presse posieren. Bisschen nichts. Bisschen nichts für gut gesorgt. Das war ein ganz schöner Haufen. Und rein in den Kinosaal. Hoffentlich treten wir nicht auf ein paar alte Kaugummis. Oder auf Verbrochenes. Ja, das ist crowded. Wir nehmen uns mal die hier vorne. So, und was spielt diesmal für ein Film? Oh, wie schon beim letzten Mal, weckt mich, wenn jemand auf Mord wurde. Ups, da habe ich kurz das Mauspad verschoben. So. Dann quatschen wir mal mit unserer Freundin etwas. Ah, ein bisschen geht der Balken doch noch hoch.
gucken, wen haben wir denn noch so hier im Kino sitzen? Unser Will Smith-Verschnitt. Und natürlich wieder so ein Glatzmatz. Ansonsten. Ja, Pippi Langstrumpf mit blauen Haaren. Die hat über einen Schlumpf ins Haar geschmiert. Am Liebling, okay. Besser ist das. Jetzt sind wir zurück, machen das eine Video, was wir ja im Kino aufgenommen haben. Wieso auch immer das jetzt alles wieder raus ist. Nehmen wir einfach Interview. Dass man das im Nachhinein nicht nochmal bearbeiten kann, eigentlich schon schade. Okay, okay, okay. Richtigen Anfang haben wir hier ja nicht. Da kommt das davor. Das. Hallo. Anders geht's ja nicht. Und damit sind wir schon in der Timeline voll. Das hier brauchen wir ja nicht, das bringt ja keinen weiteren Content, oder? Doch, das bringt Content. Soft Focus, Great Color. Wir haben noch 12 Punkte, dann nehmen wir mal noch den Titel dazu. Und für die restlichen 7 mal noch ein Fade to Black. Ich tue es ablehnen. Und publishen wir das mal. Okay, on the same computer as my collaborator wasn't the most efficient decision. I decided it was the time to buy them their own computers so we could both make videos at the same time. Den Basic PC für 500 Kröten. Naja, oh, oh, oh. Wooden Hippo macht über 100 Kröten. Great, I had a computer ready for recording videos. It wasn't exactly state of the art, but I could upgrade it later. Afterwards, I had to assign this workstation in the video configuration section in order to use it. What? Man. Man. Go upstairs. Okay, damit war ich mit dem Bildschirm hier. Mit den. Nee, den können wir nicht upgraden, wir haben ja kein Geld. Wir haben gerade mal 80 Kröten. Und das Video nimmt doch nicht mehr so viel ein. Nehmen wir mal ein neues Spiel, nämlich eins, das wir geholt haben. Gute Entscheidung, sind beide bei 100 Interesse. Fürs Gameplay. Und los geht's. Angry Scream beim Aufleveln, okay. Warum auch immer man verängstigt schreien sollte. Ah ne, Angry ist ja nicht verängstigt. Angry ist ja wütend. Some of the game, anfangen. Oh, wir haben nicht so viele Kommentarmöglichkeiten. Das passte nicht. Und das passt auch nicht. Wir haben ein schlechtes Video aufgenommen. Okay, das eine ist auch durch und das Interview bringt nicht so viel Geld ein, prima. What? Wieso hatte der gerade das Shoppingfenster offen, wo wir doch das Video bearbeiten mussten? Hä? Das ist auf jeden Fall ein Bug. Jetzt gehen wir erst schlafen und dann wieder was essen. Das bringt gerade mal 11 Kröten ein. Gott, ist das Video schlecht. Zumindest für unseren Kanal. Und ein Hotdog. Mhm. 100 Kröten bezahlen, naja. Da verlieren wir wenigstens keine Abonnenten. Kostet uns aber 100 Kröten. Das ist doch scheiße.
Und ich überlege mir jetzt auch ernsthaft, hier das Let's Play erstmal zu pausieren. Weil, wie ihr natürlich schon merkt, man rusht jetzt durch die Erstellung der Videos durch. Zumindest ist es bei mir so. Der Fortschritt ist jetzt nicht mehr so groß. Wir haben mit dem Geld langsam Probleme. Schwere Entscheidung. Wobei, dann könnte ich eigentlich Stardew Valley anfangen. Ja, das ist dann was für nach der Aufnahme, was ich entscheiden muss. Oder ich suche mir auch noch ein paar andere begeisterte Zocker im Let's Play Forum, mit denen ich was zusammen aufnehme. Wird sich rausstellen. Und damit werde ich mich jetzt noch verabschieden. Macht's gut. Ciao.